Es gibt jederzeit ungehinderten Zugang zur journalistischen Tätigkeit, zu den Bundespressekonferenzen. Ist Russia Today immer präsent. Bei fast jeder Demonstration ist Russia Today präsent. Und dass es da staatliche Einmischung gibt, das ist nicht der Fall, sondern wir haben eine Entscheidung mit Blick auf die Plattform, die getroffen ist von dem Plattforminhaber YouTube mit Blick auf Falschinformationen, weil man gegen die Benutzungsregeln verstoßen hat. Damit hat die deutsche Bundesregierung nichts zu tun und eine Einmischung der deutschen Bundesregierung würde auch unserer deutschen Verfassung widersprechen.